Ah!
Wollen wir irgendwas unternehmen oder lassen wir sie sich austoben? Oh, die Mondkönigin wird so zufrieden sein. Ihr nennt Luna Girl die Mondkönigin? Ihr habt wirklich Fell zwischen den Ohren. Macht sich über die Mondkönigin lustig. Sie hat uns diesen coolen Magneten gegeben. Und wir sind hier, um ihn zurückzuholen. Super Katzen-Tempo! Welfi-Kraft! Jemand muss das Teil anhalten! Aber gerne doch. Überstürzt nichts. Ihr braucht einen Plan. Und du hast einen? Ja, aber natürlich. Die Welfi sind nicht allzu schlau. Sie versuchen immer wieder den gleichen Trick. Und deshalb werde ich mich jetzt als Köder einsetzen. Yeah! Das war unglaublich. Wir sollten es zusammen machen. Welfi-Mondkraft. Welfi-Mondkraft. PJ Robo, schick den Eulengleiter her. Was haben Sie vor? Magneten-Welfi springen! Das konnte keiner ahnen. Ich zum Glück schon. Steig ein! Diese Jungs machen Tricks mit dem Mondmagneten, die nicht mal Luna Girl drauf hat. Wir müssen wie ein Welfi denken. Und was will jeder Welfi? Schaut mal da! Oh, können wir ihn behalten? Ich wollte schon immer ein Welfi-Bot als Haustier. Ja, er könnte nützlich sein. Zeig uns alles, kleiner Welfi-Bot. Hey, hör auf damit, das kitzelt. Uns wirst du nicht los. Also wenn du nicht nett bist und tust, was wir sagen, kannst du was erleben. Richtig, Heuler? Also ich zieh mir jetzt erstmal dieses riesige Videospiel rein. Oh, cool. Ich will auch spielen. Hey, das ist kein Videospiel. Das ist sicher die Steuerung von unserem neuen Wölfi-Bau. Ich werde jeden Knopf drücken, bis ich weiß, wie man die Tür schließt. Auch wenn der ganze Laden dabei Kavumm macht. Reingelegt. Jetzt kommen deine PJ-Kumpel nicht mehr rein. Was? Hey, Wölfi-Bot, ich nehme einen Obstshake. Mach meinen mit Wölfi-Bären. Für mich Erdbeere. Hast du vielleicht auch Kiwi-Ananas? Wir sind ausgesperrt. Ich schleiche mich durch eine Luke rein und mache euch auf. Super Eidechsengriff. Wow, echt Werwolf-stark. Klasse, Wölfi-Bot. Echt lecker. Oh, Partymusik. Super. Ja. Ja, guckt mal, Leute. Da läuft sogar ein Superheldenfilm. Hä? Das sind die Pyjama-Kids. Die wollen hier einbrechen. Haltet sie auf. Es muss hier doch irgend so was geben wie ein Kraftfeld. War deine Bewegung richtig? Natürlich. Du bist falsch gelaufen. Mach's noch mal. Schneller. Halt! Zurück mit euch. Ihr könnt uns nicht aufhalten. Keiner hat was von Aufhalten gesagt. Wenn ihr zum Berg wollt, ist das okay. Aber tut bitte nichts Böses. Was? Andersherum. Bitte sehr. Und denkt daran, der Rätselberg ist für alle da. Nein, nur für die in unserer Gang. Das ist jetzt der Wölfi-Berg. Ich zuerst. Nein, ich. Ich auch.
Ich glaube, sie haben das mit dem für alle nicht verstanden. Los, komm! Niemals! Das ist mein Berg! Meiner! Schlitternde Schlange! Super Gecko-Muskeln! Wolf-tastisch! Perfektes Versteck! Ich nehme das obere Bett. Ich meine, den oberen Stein. Wir platzieren uns hier und halten alle auf, die hier hochkommen. Hinterlasst überall Pfotenabdrücke. Schreckt sie mit unseren Reviermarkierungen ab. Wie wär's, wenn ihr sie einfach anheult? Au! Oh je, Mine, da ist ein Wölfi drin. Ein großer Böser. Leute, das ist nur ein Echo. Das ist ein seltsamer Name für einen großen, bösen Wölfi. Nein, wenn man einen Laut macht und der zurückschallt, ist das ein Echo. Ich hab's aus einem, wie nennt man das? Oh ja, einem Buch. Wolf, glaublich. Sprechende Höhle, heulende Höhle. Hä? Oh ja, gewonnen ist gewonnen. Heuler, das sieht nicht wirklich aus wie ein Ei. Es sieht aus wie eine... rohe Zwiebel. Felsversager. Catboy wirft, er trifft. Wir sind die Gewinner. Klasse, alle gefunden. Jede einzelne. Süße, äußerst köstliche Leckerei. Nur einen kleinen Bissen. Gecko, nicht! Schokoladeneier! Entschuldigt, ich konnte einfach nicht warten. Schnell, Catboy, wir lenken sie ab. Und ich bringe die Eier durch die Hintertür in die Schule und bewache sie. Bewachen, nicht verschlingen, verstanden? Warte bis morgen früh, es wird sich lohnen. Ich verspreche zu dienen und zu beschützen. Eulenflügel weg! Die Wettervorhersage? Schokoladenwind. Also so ein Wetter gefällt mir. Riesen-Ei-Dala. Jip, jip, ja. Mir geht's gut. Juhu. Keine Sorge, Eier. Bleibt einfach, wo ihr seid und ihr seid in Sicherheit. Ich passe auf euch alle auf. Auf jedes einzelne, leckere, schokoladige, samtige von euch. Halt dich zurück, Gecko. Du hast es versprochen. Wir springen, Leute. Wir springen. Bis zum Mond. Würde sie verwandeln. Vielleicht glauben sie, wenn sie näher an ihn herankommen, dass... Wow! Mehr Kräfte, dichteres Fell. Meine Reißzähne werden länger, mein Verstand wird... Hoffentlich mal ein paar Ideen haben. Ja, schlauer. Verwandeln wir uns in echte Wölfe. Echte Wölfe? Die sind schon böse genug. Und wenn sie noch mehr Kräfte bekommen... Ich glaube nicht, dass Werwolfen so funktioniert. Wie willst du das wissen? Du bist eine Eule. Auch wenn es nicht funktioniert, werden sie dabei meinen Katzenflitzer schrotten. Es geht hier nicht nur um deinen Flitzer. Es geht immerhin um unsere Stadt. Bei meinen Katzenschnurrhaaren. Ich weiß, wie wir meinen Flitzer zurückbekommen. Treffen wir uns im Hauptquartier. DJ Robo, zeig mir, wo die Wölfis sind. Gecko, du musst das Seil werfen. Okay. Eins, zwei, drei, jetzt! Super Gecko-Muskeln! Dreh das Hauptquartier, PJ Robo! Ich glaube, es hat funktioniert. Hä?
Hey, ihr habt unser Auto geklaut. Das ist mein Auto. Ach ja, und warum sind wir denn darin zum Mond gesprungen? Bis dann, Wauwau. Ja! Hab dich! Mach Platz für den König! Ich hab meinen Stock! Mir geht's gut! Oh nein! Schon gut, wir machen das! Oh oh! Schließ die Tür! Super Gekomuskel! Welfi sicher! Also gut! Setzen wir den großen Kerl wieder zusammen. Der Knochen kommt vielleicht dahin. Und der kommt wohl darüber. Und der Kleine gehört dorthin. Da, da, und der da. Dort. Und da noch einer. Aber die winzigen Vorderarme gehören doch zum T-Rex. Und die Riesenflügel zum Pteranodon. Wir schaffen das. Es ist nur wie ein großes Dino-Puzzlespiel. Erledigt. Gar kein der Gecko. Es ist nicht perfekt. Das ist eine Dino-Katastrophe. Hä? Wo sind die Wölfis hin? Huh? Wow! Die Knochen sind auf einmal lebendig. Scharfe Krallen, fletschende Zähne. Das Ding sieht aus wie ein ziemlich alter Wolf. Hä? Haben Wölfe wirklich Flügel? Nein, Kevin. Aber abgesehen von den Flügeln sieht er aus wie ein Wolf. Mein neues Haustier. Ein Wolfosaurus. Hey! Komm da runter. Diese Knochen sind prähistorisch. Das bedeutet alt. Ich hab's. Ich brauche königliche Untertanen, die mich vergöttern. Wieso schwingst du nicht einfach deinen Stab und zauberst welche her? Weil es nicht so läuft, mein kleines Fellknäuel. Stellt euch vor, alle, die ihr kennt und liebt, wären gezwungen, meine treuen Untertanen auf dem Mond zu sein. Für immer. Das wagst du nicht. Ach nein. Und wer will mich aufhalten? Wir natürlich. Wirklich? Dann viel Glück. Super Gecko Tano. Sei vorsichtig, Gecko. Hey! Wer ist da? Verschwinde, Gecko. Oh oh. Na, wen haben wir denn hier? Bald schon habe ich eine Sammlung an PJ Masks, die ich in meiner schicken neuen Festung ausstellen kann. Ich hoffe, dir gefällt dein neues Zuhause, Gecko. Warte, was meinst du damit? Es ist doch ganz einfach. Ich stelle euch aus, so können meine königlichen Untertanen meine Schätze bewundern. Königliche Untertanen? Frag nicht. Also, schön stillhalten, kleine Eidechse. Oh nein, ich bleib auf keinen Fall hier. Werden wir ja sehen. Wie wär's mit den Mülltonnen? Ja! Ja! Die sind vielleicht gefährlich, aber ein bisschen Spaß muss schon sein. Fertig? Aufgepasst! Boom! Direkt in die Tonne! Super Katzentempo! Was? Ich bin zu schnell? Da habt ihr wohl recht. Pass auf! Bam! Gecko! Und? Petboy, stopp! Ihn hat's erwischt! Oh nein, Eulette, pass auf! Nein!
darf doch nicht wahr sein. Mo. Gecko, Eulette, ich weiß, ihr seid da drin. Mo. Oh, oh. Scheint, als hättest du deine beiden PJ-Freunde vermundrauscht. Also, das ist echt schade. Damit kommst du nicht durch, Luna Girl. Ich glaube, dafür ist es zu spät. Mo. Keine Sorge, Freunde. Ich bring das in Ordnung. Also gut, meine treuen Untertanen. Schnappt ihn euch.